das Erbarmen mit den Kranken und der Wunsch, Leiden zu lindern und Hilfe zu bringen, hat viele unter den Besten unserer Frauen und Mädchen bewogen, den Beruf der Krankenschwester zu wählen. Einige mögen ihre Berufung schon während der Schulzeit verspürt haben, trotzdem können sie erst nach dem 20. Altersjahr ihre Schwesternlehrzeit beginnen. Andere arbeiteten in kaufmännischen Betrieben, in der Landwirtschaft oder in gewerblichen Berufen. Mit ihrer ethischen Kraft, die sie zu ihrem opfervollen Beruf befähigt, bürgen diese Frauen und Mädchen für den hohen Stand der heutigen Krankenpflege in der Schweiz. In unseren bekannten Krankenpflegeschulen werden fachliches Können und Charakter der Schwestern so gebildet, dass sie den Kranken beistehen und den Ärzten zuverlässig helfen können. Die ersten Lehrjahre verbringen die jungen Schwestern ganz im Schwestern- oder Mutterhaus ihrer Organisation. Im zweiten oder dritten Jahr arbeiten sie in Spitälern oder Kliniken. Dann kehren sie zur Vertiefung ihrer Kenntnisse und ihrer Berufsauffassung in ihre Schule zurück. Der theoretische und praktische Unterricht wird von Ärzten und Schwestern erteilt. Zum Unterricht gehört auch die Vermittlung von medizinischen Kenntnissen. Die Schwestern sollen fähig sein, ärztliche Verordnungen mit innerem Verständnis auszuführen. Die Ausbildungszeit schließt mit einer Diplomprüfung vor einer Examenskommission, die aus Ärzten, Vertretern der Behörden und Delegierten des Roten Kreuzes besteht. Die Fragen, die vom prüfenden Arzt gestellt werden, setzen gründliche Kenntnisse voraus. Sicher und flink soll die junge Schwester auch die praktischen Aufgaben lösen können. Ein Zaudern? Eine Unsicherheit? Doch nein, nur durch die erwartungsvoll auf sie gerichteten Augen des Auditoriums wurde die streng Geprüfte für einen Augenblick unsicher gemacht. Jetzt erhalten die Schwestern das Diplom und die Abzeichen ihrer Schule und werden in ihre Schwesternschaft aufgenommen. Je nach ihrer Eignung kann die Schwester sich einem der zahlreichen Sondergebiete der Krankenpflege oder des Fürsorgewesens zuwenden. Da gibt es zum Beispiel den Dienst im Labor. Die Arbeit in der Verwaltung. Die Tätigkeit in der Diätküche. Den Dienst am Krankenbett. Oder in der Röntgenabteilung. Welcher Art der Dienst der Schwester ist und wo immer sie ihn verrichtet, stets bleibt sie ihrer Schwesternschaft verbunden, die für ihr Können bürgt und für sie einsteht.
Dies gilt auch für Schwestern, die fern von Krankenhäusern, ganz auf sich selbst gestellt, als Gemeindeschwestern ihren segensreichen Dienst versehen. Es gibt in der Schweiz 15 Schwesternschaften mit ihren Pflegeschulen, die vom Schweizerischen Roten Kreuz anerkannt und unterstützt werden. Schwestern, die von diesen Schulen diplomiert sind, können vom Schweizerischen Roten Kreuz bei Epidemien und im Kriegsfall, ähnlich wie unsere Soldaten, ohne weiteres mobilisiert werden. In jüngster Zeit finden wir in größeren Betrieben der Industrie die Fabrikschwestern, helfende Glieder in der großen Gemeinschaft der Arbeitenden. Die Notwendigkeit stetiger Hilfsbereitschaft bestimmt das Arbeitspensum der Schwester. Denken wir nur an die vielen Notfälle in den chirurgischen Abteilungen unserer Spitäler. Für Schwestern aller Richtungen und Arbeitsgebiete sorgt ein vor kurzem eröffnetes zentrales Schwesternsekretariat des Schweizerischen Roten Kreuzes. Es bemüht sich um die Anpassung der Arbeitszeit an die hohen Anforderungen, um freundliche Wohnverhältnisse, befriedigenden Lohn und um Alters- und Invaliditätsschutz für alle Schwestern. Die Erfüllung dieser Forderungen schützt auch Kranke und Ärzte vor übermüdeten, von Existenzsorgen bedrückten Schwestern und bewahrt vor dem drohenden Schwesternmangel. Wir alle können einmal auf die gütige Pflege einer Schwester angewiesen sein. Alles, was wir tun können, um ihre Arbeit zu erleichtern, kann auch uns einmal zugute kommen.